parlamentarische Ämter. So bin ich zweite stellvertretende Bezirksbürgermeisterin im Stadtteil Kalk, einem Arbeiterstadtteil, der sozial benachteiligt ist. Entsprechend gibt es dort sehr, sehr große soziale Schieflagen. Dann bin ich Sprecherin der AKL, insofern stehe ich für eine klare sozialistische Politik und bin auch Sprecherin, Mitsprecherin im Ortsverband Kalk. Warum ich für den Landesvorstand kandidiere? Ich möchte den Landesvorstand in erster Linie dabei unterstützen und die Partei unterstützen, dass wir endlich wieder in den Landtag einziehen mit einer starken linken Politik. Mir ist wichtig, dass wir uns ganz klar von Planspielen Rot-Rot-Grün distanzieren, weil mit SPD und Grüne in der jetzigen Verfassung können wir keine sozialistische Politik oder überhaupt Politik für die Menschen durchsetzen. Ich finde, das ist einer der wichtigsten Aussagen des Magdeburger Parteitages und da würde ich für werben, dass wir dafür auch wirklich auf der Straße große gesellschaftliche Kreise zu uns kriegen, damit wir mit der Gesellschaft zusammen bzw. mit den Menschen zusammen für eine sozialistische Politik kämpfen können. Wir können es nicht dulden, dass Flüchtlinge in einer vermeintlich guten Integrationspolitik, die von SPD, CDU festgeschrieben wurden, mit ihrem sehr, sehr schönen, es war Ironie, Integrationskonzept, was Flüchtlinge und überhaupt Asyl beantragende Menschen schlechter stellt, was den Mindestlohn drückt auf 80 Cent in der Stunde, besonders die 1-Euro-Jobs. Und das können wir nicht dulden. Wir können nicht dulden, dass Andrea Nahles von der SPD, Arbeitsministerin, einen Gesetzentwurf einbringt, der alleinerziehende Hartz-IV-Bezieherinnen schlechter stellt, indem ihre Hartz-IV-Leistungen gekürzt werden, wenn das Kind auch beim Vater sich aufhält. Das sind Dinge, die können wir nicht tragen und da müssen wir ganz klar Position beziehen und dafür möchte ich werben. Es gibt in Deutschland kein linkes Lager und da müssen wir uns abgrenzen und dazu sollten wir stehen und ich würde mich freuen, im Landesvorstand für eine solche Politik, beziehungsweise gegen eine solche Politik, mit euch gemeinsam einen starken Wahlkampf zu führen und dann erfolgreich in den Landtag einzuziehen. Dann, was ich nicht geschafft habe, schriftlich zu machen, das geht an die BAG, bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, ich bin für ein bedingungsloses Grundeinkommen nach dem Modell, was vorgelegt wurde. Und ja, ich würde mich dafür einsetzen, dieses auch in der Partei mit Abstimmung voranzutreiben und das auch im Wahlprogramm festzulegen. Und nein, ich kandidiere nicht für den Landtag. Ich habe auch keine Absichten für den Bundestag zu kandidieren. Da ich es wichtig finde, eine kontinuierliche, starke linke Politik im Parteivorstand weiter fortzuführen. Dankeschön.